Hey Leute, ja, heute werde ich euch meine Schuhe präsentieren. Ist vielleicht nichts so Spannendes, aber mir ist nichts eingefallen, was ich drehen konnte. Wenn ihr vielleicht Videovorschläge habt, schreibt bitte in die Kommentare, weil ich weiß nicht, was ich noch aufnehmen soll. Ja, also heute geht es um meine Schuhe. Also, der Titel würde vielleicht heißen, alle meine Schuhe. Also, wollen wir anfangen? Also, hier habe ich auch schon das erste Paar. Und zwar ist es von der Marke CMP. Vielleicht kennt ihr die Marke, ich weiß nicht. Ja, sind echt schöne Schuhe, es sind Wanderschuhe. Aber ich würde sie wahrscheinlich aussortieren müssen, weil hier sind sie schon kaputt. Und ja, sie sind ziemlich kaputt allgemein und ausgelatscht. Und von der Seite sind sie auch schon dreckig. Und von unten sind sie auch schon dreckig. Ja, dann würde ich sie aussortieren. Ja. Kommen wir zum nächsten. Hier habe ich noch ein paar in der Hand. Und zwar von der Marke Vans. Ja, Vans. Ja, für mich ist die Farbe nicht so toll. Weil ich mag kein Pink. Und allgemein, ich mag keine Schuhe, wenn die so gemischt sind. So gemischt bunt. Ich weiß nicht, ich finde es einfach nicht so schön. So sehen die aus. Aber allgemein sehen die echt gut aus und sind noch nicht kaputt. Ja, kommen wir zum nächsten. Und hier habe ich noch ein Schuhpaar in der Hand. Und zwar von Adidas, so mit Holo. Ja, hier steht Adidas hier hinten. Und ja, die sind eigentlich noch gar nicht dreckig, die sind kaum benutzt, ja, weil ich feiere Adidas nicht so, deswegen habe ich nur 3 Paar Schuhe von Adidas, ja, aber die sind ziemlich cool, weil die hier Holo haben und ja, kommen wir zum nächsten. Sorry Leute, 4 Paar Schuhe Adidas habe ich, und hier ist mein zweites Paar von Adidas. Hier ist mit Schwarz. Das sind aber Fake Adidas, also so nachgemachte Adidas. Ja. Hier auch nochmal. Außer hier steht kein Adidas, deswegen ist es Fake Adidas. Daran sieht man das. Ja, das ist oft benutzt. Sind auch ein bisschen dreckig, aber allgemein sehen die echt ganz frisch aus. Also würde ich jetzt nicht anziehen, aber ja, kommen wir zum nächsten. Hier habe ich jetzt ein anderes Paar in der Hand und zwar von Nike, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Nike. Reax heißen die. Die wurden kaum benutzt, weil die Schuhe sind mir zu klein. Da passe ich leider nicht rein. Boah, das hat sich gereimt. Ja, hier vorne auch nochmal so ein Nike-Logo. So da. Und hier steht auch nochmal Nike vorne drauf. Und hier hinten steht auch nochmal Nike Reax mit so einem Nike-Logo. Ja, deswegen wurden die auch kaum benutzt. Kaum. Kommen wir zum nächsten. Sorry, ich immer dahin gucke, weil da ist die Kamera. Aber ich bin immer irritiert, wo die Kamera ist. Also achtet bitte nicht darauf. Hier habe ich jetzt mein drittes Paar Schuhe, aber von was anderem. Nämlich von Champion, die Marke. Die ist ziemlich cool. Also ich feiere Champion. Und so sehen die aus. Die sehen ziemlich dreckig aus. Und von hinten hier ist,
ist auch schon kaputt. Auch schon hier kaputt. Und ja, das sind so meine Arbeitsschuhe für Garten oder sowas. Ja, kommen wir zum nächsten. Und jetzt habe ich noch ein anderes Paar in der Hand. Und zwar von Harry Potter. Oh mein Gott. Harry Potter Schuhe, wie geil sind die denn? Hier steht einfach mal Harry Potter drauf. Und von hinten, ja, sieht das so aus. Ja, aber das ist ziemlich falsch. Hier einfach so ein Logo von denen. Und hier mit Glitzer. Und das ist so weich. Hier hinten mit Harry Potter drauf. Und hier nochmal HP für Harry Potter. Hier an der Sohle. Und hier drinnen steht auch nochmal Harry Potter. Boah, ist das so geil. Ja, aber das sind so scheiß China-Schuhe, die leicht kaputt gehen. Hier ist schon ein Loch drin. Menno. China, könnt ihr mal bessere Schuhe machen? Kommen wir zum nächsten. Jetzt habe ich mal ein drittes Paar Adidas-Schuhe hier. Und zwar sehen die so aus. Auf der Rückseite sehen die richtig cool aus. Hier mit Orange. Und hier sieht man auch nochmal Orange. Hier Adidas Logo, hier nochmal Orange. Ja, das sind halt typisch so Jungschuhe. Ja, aber mir haben die halt so gut gefallen. Hier auch nochmal Adidas in Orange. Ziemlich frische Schuhe. Leider Gottes, habe ich Schuhgröße gewählt. Ich habe nämlich Schuhgröße 40 und das ist 39. Die sind mir zu klein. Ja, toll. Und hier oben steht auch nochmal Adidas. Ziemlich cool. Hätten die orange Schnürsenkel gemacht, dann hätte es noch cooler ausgesehen. Aber naja, wenn man sich schwer. Ja, kommen wir zum nächsten. Und jetzt habe ich mein viertes Paar Adidas Schuhe und mein letztes Paar von Adidas. Weil ich feiere Adidas nicht so. Und zwar sind das die hier. Adidas, das ist einfach. Die haben hier schwarz-weiß so. Und hier eine grüne Umrandung. Und hier steht grün Adidas. Hier auch, wie bei Orange, ist es grün. Und die sind tiefer. Also das sind so Herbst- oder Sommerschuhe. Und das da andere waren Winterschuhe. Und hier oben auch nochmal mit grünem Adidas Logo. Ja, also auch ziemlich cool. Ja, coole Schuhe. Kommen wir zum nächsten. Und jetzt habe ich ein anderes Paar in der Hand von einer anderen Marke. Und zwar von der Marke Skechers. Das sind die hier. Die sind sehr elastisch. Hier mit einem S drauf. Hier hinten steht Skechers. Ja, also ich feiere Skechers nicht so. Ja, deswegen sehen die noch wie neu aus. Wurden noch nicht einmal benutzt. Doch, einmal nur. Einmal wurden die benutzt. Ja. Ich feiere Skechers nicht so. Kommen wir zum nächsten. Jetzt habe ich ein anderes Paar von einer anderen Marke und zwar auch von Vans. Und zwar der zweite Schuh von der Kollektion. Und zwar die sind hier schon kaputt. Hier steht Vans. Hier haben die auch schon ein Loch. Na toll. Wie können Schuhe so schnell kaputt gehen? Die müssen wohl seinen Abschied nehmen und mich verlassen. Ja, das sind die roten Vans-Schuhe. Kommen wir zum nächsten. Jetzt habe ich ein anderes Paar von einer anderen Marke in der Hand.
Und zwar von der Marke Puma. Steht Puma drauf. Hier im Weiß. Hier vorne auch. Und ja, hier sehen die so aus. Und hier steht auch Puma drauf. Und die wurden sehr oft getragen. Ja, wie man sehen kann, sind die schon sehr ausgelatscht. Ja, ja, ich glaube, ich muss sie dann nochmal neu kaufen, weil das sind eines der besten Schuhe, die ich. Nee, nee, die besten Winterschuhe kommen noch. Kommen wir zum nächsten. Jetzt habe ich ein anderes Paar in der Hand, also von einer anderen Marke, und zwar wieder von Champion. Also mein zweites Paar von Champion. Das sind die hier. Hier mit Gelb. Hier Champion, hier Violett drauf. Das ist ziemlich cool. Und hier unten steht auch nochmal Champion. Hier nochmal das Champion-Logo. Hier unten steht Champion. Ja. Und hier bei den Klett steht Champion. Und die haben so Schnürsenkel gemacht. Das passt einfach dazu. Ja, aber sind auch ziemlich dreckig. Bisschen. Kommen wir zum nächsten. Und hier habe ich jetzt ein anderes Paar in der Hand von einer anderen Marke diesmal. Und zwar die zweite Generation von meinen Lieblingswinterschuhen. Also die erste kommt gleich. Zuerst kommt die zweite. Und zwar sind das die hier. Die sind so gemütlich. Oh mein Gott. Ihr müsst die Schuhe euch kaufen. Wirklich. Es lohnt sich. Die sind von der Marke Wiedicke, also Outdoor. Die sind ziemlich cool, weil die ohne Schnürsenkel sind. Die sind hier mit Klettverschluss nur. Aber das Coolste daran ist, hier unten einfach. Die kann man hier einfach aufklappen. So. Und dann kann man auch durch hohen Schnee gehen oder Eisgletscher hochgehen. Ja, das vielleicht nicht, aber durch Schnee oder ja, durch so hohe Gebiete oder so. Hier, das. Aber das nervt manchmal, wenn man da Asphalt geht. Das nervt tierisch. Mal so ein Klick, Klick, Klick. Deswegen, aber die habe ich auf Amazon. Ja, ihr müsst euch die Schuhe kaufen. Wirklich, es lohnt sich. Und hier nochmal so ein Logo von denen. Hier steht die Marke. Hier. Und hier steht nochmal Outdoor. Da. So sehen die aus. Kommen wir zum nächsten. Jetzt habe ich ja eine andere Marke in der Hand mit einem Schuh namens Superfit. Oh mein Gott, das sind die besten Schuhe, die ich jemals getragen habe. Und zwar sind das die hier. Oh mein Gott, die sind so gemütlich. Superfit, hier. Holt euch die. Ich sag's euch, ihr werdet es nicht bereuen im Winter. Die sind so gut. Die habe ich oft getragen. Also trage ich immer noch. So sehen die aus. Ja, eigentlich nichts Spannendes. Und hier auch, damit euch Autos gut erkennen können. Die sind super weich von drin. Oh mein Gott, wie weich sind die? Und ja, die sind so flauschig hier. Ja, kommen wir zum nächsten. Jetzt habe ich ein anderes Paar in der Hand von einer anderen Marke. Und zwar, die Marke heißt keine Ahnung, weil ich weiß nicht, wie die Marke heißt. Die habe ich bei Deichmann gekauft. Ja, das sind einfach so Schuhe mit Glitzerrand. Die sind aber ziemlich cool. Hier. Sie wurden oft getragen von mir. Hier ist auch ein bisschen kaputt. Hier. Oh mein Gott. Bitte was? Ja, mit hier so ein Herz. Ich weiß nicht, wie die Schuhe heißen. Also wenn ihr es wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und hier auch nochmal mit diesem
Glitzer Blitzi in Silber. Ja. Kommen wir zum nächsten. Jetzt habe ich ein anderes Paar von einer anderen Marke. Und zwar von Puma. Mein zweites Paar von Puma. Und zwar sind es diese in Rot. Hier in Silber. Puma. Dann hinten das Puma-Zeichen. In Weiß-Silber. Und von unten sehen die so aus. Ach ja, hier unten steht auch nochmal Puma. Ja. Die sind ziemlich gemütlich. Also für Sommer eher. Das sind Sommerschuhe. Und die sind so flauschig. Also so ein Fell, so eine Ahnung. Die sind voll cool, weil hier haben die so einen Rand. Der fühlt sich ziemlich cool an. Kommen wir zum nächsten. Hier habe ich jetzt mein zweites Paar in der Hand und zwar, oh mein Gott, ich freue mich so darüber, dass ich die bekommen habe. Ich bin so happy. Und zwar habe ich meine Nike Jordan Schuhe bekommen. Oh mein Gott, wie geil sind die denn? Hier mit Geld aufgetragen, wenn man es sieht. Hier mit Nike Logo unten. Hier diese Sterne. Hier das Nike-Logo in Gelb, hier schwarz und hier steht Air Jordan. Und hier ist nochmal das der Jordan, also Michael Jordan. Ja, das sind die besten Schuhe, die ich habe. Also, nee, ich habe noch ein paar Schuhe, die besten. Ja. Kommen wir zum nächsten. Und zwar zu das besteste Paar. Jetzt habe ich ein anderes Paar in der Hand. Und zwar von einer ganz anderen Marke. Meine Mama und mein Papa haben nie gedacht, dass ich mir die Marke aussuchen werde. Die haben vielleicht gedacht, so Puma, Nike oder so. Aber nein. Ich habe eine bessere Marke, kann man vielleicht sagen. Ja, das ist Tommy Jeans, also die Schuhe, oh mein Gott, als ich diese gesehen habe, ich weiß nicht, mir sind einfach die besten Schuhe, die man haben kann. Ja, die hatte ich heute an, deswegen sehen die ein bisschen dreckig aus, aber hier steht Tommy Jeans da und hier steht Tommy Jeans. Hier hinten auf der Sohle steht Tommy Jeans. Ja, ziemlich cool. Aber was? Ach ja, sorry. Ich habe noch ein paar Schuhe vergessen. Und zwar sind das die heftigsten Schuhe, die ich jemals gesehen habe. Und zwar Crocs. Geile Schuhe. Ich weiß nicht. Ich feiere Crocs. Ich liebe sie. Und zwar sehen sie so aus, mit Crocs, hier mit grün. Wir waren nämlich in Neumünster im Outlet Center und da ist ein Crocs-Laden. Und da konnte man sich so Motive aussuchen. Ich habe mir einen Hund, Pikachu, Dori und hier ist ein Panda, hier ist Mickey Mouse und eine Drachenfrucht. Also so sehen die aus. Voll geil. Und hier mit einem Kroko. Hier steht auch Crocs. Das sind die geilsten Schuhe, die ich jemals gesehen habe. Und so sehen die so aus. Hier unten steht auch Crocs. Und ja. So Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt am Video, das anzuschauen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben, kostenlos abonnieren und wir sind kurz davor, die 1000 Abonnenten zu erreichen. Und ja, wie versprochen, 1000 Abonnenten kommt was Spezielles. Aber pst, das ist geheim, dachte ich, weiß es und meine Eltern wissen das, aber ihr wisst es noch nicht. Also lasst euch überraschen. Und ja. Ciao, bis zum nächsten Mal.